Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben. Und ja, wir sind in Vampetros City angekommen, haben eine Stadterkundung gemacht, haben unser zweites Teammitglied, nachdem wir im letzten Part auch voll aufs Maul bekommen haben. Das ist momentan unser Team. Das ist Sukuras allerdings nur als kleiner Wechsler mit drin. Unser neues Teammitglied oder so werden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht bekommen, also auch nicht in der nächsten, oh, wie das hier runterschifft, ne, in der nächsten Stadt oder so. Ich muss mal die Uhrzeit umstellen, wir haben es nicht 13.29 Uhr, lasst euch das bitte nicht einreden, es ist dunkel draußen. Ja, trainieren wir. Wir sehen nochmal die Level. Ah, Toxipit muss natürlich nach vorne. Serbifeu steht auch kurz vor der Entwicklung, hat noch zwei Level vor sich. Und wir schauen uns heute die Werke an. Die Vampetro-Werke. Ey, Trainer, hast du ein paar aufgeweckte... Deutsch. Schon geht's wieder los. Du hast ein paar aufgeweckte Pokémon, wie mir scheint. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht darum, die Arbeiter hier in den Werken mal wenig zu motivieren. Wie sieht's aus? Würdest du was übernehmen? Ja, klar. Diese Antwort ist Musik in meinen Ohren. Wir haben ein paar Arbeiter, die hier in den Werken ganz frisch angefangen haben. Wäre super, wenn du die drei mal dazu bringst, etwas Dampf zu machen. Das sind nämlich faule Säcke. Okay. Marsch. Okay. Das sieht nicht nach einem Arbeiter aus, aber nach einem Teenager. Auf geht's, jetzt wird gekämpft. Alles klar. Ich bin gespannt auf die Level. Und übrigens, ich muss sagen, die Werke sind so ein Teil im Spiel, den ich immer wieder vergesse. Oder wo man halt nur einmal hingeht. Ansonsten sind die absolut nebensächlich und nicht wirklich interessant. Jockler, Level 13. Aha. Okay. Aufpassen. Was machen wir? Wir haben an sich nur Walzer, ne? Walzer wird mit jeder Runde stärker. Verfolgung können wir uns da abschminken. Das ist nichts, Alter. Das ist nichts. Gifton. Okay, sehr gut. Trotzdem müssen wir jetzt noch überleben. Zwei Runden oder so. Damit wir wirklich nennenswerten Schaden machen. Übrigens, die letzten Tage, ich hatte jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, ich hatte ja viel im Voraus produziert, es reizt mich wirklich, Sonne und Mond aufzunehmen, ich muss mich zurückhalten, dass ich halt nur ein Pokémon-Spiel anfange. Und Metroid Dread wird auch irgendwann weitergeführt, wenn ich meine Switch hier mal wieder angeschlossen habe. Ich habe die hier stehen auf dem Tisch, ich habe Tisch ganz viel umgeräumt, ich habe hier sogar beide Monitore zur Verfügung. Aber, ey, du bist ja stark, ich muss mich durchringen. So, wir können jetzt mal eine Siegelbeere nutzen. Um unser Viech zu heilen. Jo. Pokémon, die man hier fangen kann, sind übrigens ganz vielschichtig. Empfehlen würde ich hier mal Magnetilo für den nächsten Arena-Fight. Oder halt Fukano, was man ja auch fangen kann, was sehr, sehr cool ist. Hier finden wir einen Superball. Ich will aber eigentlich nur das raschelnde Gras im Moment, wegen den EP. Oh, kacken Magby. Oh, bitte lass mich flüchten, Junge. Das könnte uns ziemlich gefährlich werden. Oh, sehr gut. Also hier leben wirklich Pokémon, die uns krass Schaden machen konnten. Ich bin auch gerade am überlegen, soll ich mir vielleicht eins hier rausfangen und ins Team legen? Ich habe noch nie einen Fukano trainiert, ne? Oh, zwei Pokémon. Zwei Magby. Scheiße. Level 11, oh Gott. Keine Feuerattacken, please. Oh, yes, Flucht. Ja, dann Magnetilo als... Ruhe wird durch die Entwicklung von hohem Druck in seine Bestandteile aufgeteilt. Das ist es, was in so einem Destillationsturm vonstatten geht. Man nennt diese Vorrichtung auch Rektifikationszylinder, aber ich nenne sie einfach Destillationsturm. Ah, du wurdest ja eben Zeuge meines sagenhaften Wissens, vor dem ich nur so überschäume. Okay. Irgendein kranker Wissenschaftler, der sein Maul nicht halten kann. Wahrscheinlich hier irgendwelche Staatsgeheimnisse ausplaudert.
Oh, Smogon kann man hier auch fahren. Interessant. Ich hasse das Pokémon. Das sieht so unfassbar hässlich aus. Kann uns nicht viel anhaben, aber... So. Entkommen. Goddammit. Oh, Fukano. Level 13. Ah. Okay, okay. Wir können gucken, ob es uns erledigt. Ich schätze mal, wir würden einen... Ist auch Regen. Regen schwächt Feuerattacken ab. Insofern, egal. Es gibt uns viel EP. Und das Level ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Bam. Hä, ist das dumm? Wusch, Alter, weg. 170 EP, nice. Okay, was gibt's hier noch? Nanu, du hast ja einen Pokédex. Ich habe gehört, dass der neueste Pokédex eine tolle Funktion haben soll. Die sogenannte Habitatsliste. Ja, davon hat uns Bell schon zugelabert. Willst du mir mal zeigen, welche Pokémon sich hier bei den Werken so finden lassen? Nanu, du hast der Habitatsliste den Bereich für die Werke ja noch nicht sonderlich ausgefüllt. Ja, ich könnte es hier 5 Minuten rumsuchen. Die will kämpfen? Okay. Natürlich kämpfe ich gegen dich. Scheiße. Mein Flickner wird dich das fürchten lernen. Oh. Pokémon, was? Ich fast als Team-Pokémon genommen hätte. Göre irgendwas. Valeriana. Okay. Das Ding ist Psychoflug. Nicht mal so sonderlich schwach, muss man sagen. Ist ein guter Allrounder. Okay. Walzer. Wow. Aber Gifthorn wirkt so. Ach, wir haben so ein nerviges Pokémon. Oh, scheiße. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Ich hoffentlich... Ja, oh Gott. Gott sei Dank. Zum Glück haben wir getroffen. So, genug für Level 15. Jetzt sind wir so stark wie unser Serpifeu. Ist das Schutzschild? Ja. Schutzschild ist gut. Wenn wir unseren Gegner vergiftet haben oder so, können wir damit schön Zeit rausholen. Meine Güte, du hast mich das Fürchten gelehrt. Heilung. Aber hört doch mal auf die Musik, die passt sehr gut hier in der Werke. So, Trank. Also ich kann wirklich beim Soundtrack kann ich mich absolut nicht beschweren im Spiel. Es gibt nur ein paar Orte, wo der Soundtrack immer wieder irgendwie reused wird oder so. Und wenn, dann passt es auch wirklich. Hier ist unser Freund. Sieh doch nur, wie die Schornsteine der Werke sich gen Himmel erheben. Welch kraftvolle Silhouette. Schon faszinierend, nicht wahr? Dort werden übrigens Gasrückstände verbrannt. Allerdings hat man in letzter Zeit verschiedene Verwendungszwecke für solche Gasrückstände gefunden. Ach, du wurdest eben mein Zeuge meines umfangreichen Wissens, vor dem ich nur so überschäume. Okay, er geht runter. Yo, Alter, was geht? So unten Gastanks strahlen pure Harmonie aus, wie ich finde. Es gibt natürlich auch einen praktischen Grund für diese Form. Diese Kugelform ist am besten dazu geeignet, dem hohen Druck von innen standzuhalten. Ich fände es ja toll, wenn auf diesen Gastanks Bilder von Pokémon prangen würden. Ha, du wurdest dem Zeuge meines umfassenden... Was? Meiner umfassenden Bildung, vor der ich nur so überschäume. Du scheinst ja wirklich Interesse an meinen Ausführungen zu zeigen, ja? Kann das sein? Ja, 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 ich höre dir voll zu. Ich bin auch gar nicht müde, weil es schon abends ist. Da habe ich mit dir doch tatsächlich jemanden gefunden, der sich für die gleichen Dinge wie ich begeistern kann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Hier, das ist für dich. Oh, ein Äther. Okay. Gut. Ja, unser nächstes Pokémon, Team-Pokémon kann ich schon mal anteasern, wird wahrscheinlich erst nach der nächsten Stadt kommen. Fuck. Scheiße. Nach der nächsten Stadt kommen und das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Wir müssen ja über die Rohre balancieren. Übel sicher für ein Kind.
Oh, guck mal, wie unser Charakter guckt. Ah, erstmal hier runter. Item. Themen 46 Raub. Macht das Schaden? Wer selbst gerade kein Item trägt. Ah, ne. Kann ich das. Ich kann das meinem Toxibit nicht bei. Ey, das wäre besser wie Verfolgung gewesen, ne? Der hätte mir wenigstens noch Items klauen können. Das war immer mein Traum, in den Werken zu arbeiten. Seit dieser Traum wahr geworden ist, habe ich wirklich alles, was ich will. Wie was? Der Beaufseher? Also gut, dann tragen wir eben mal einen Kampf aus. Okay. Bam, bam, badau. Was? Takao. Magbi. Okay. Ich habe ja übrigens auch, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen hier auf dem Zweitkanal, hier laufen ja die Projekte nur sehr, sehr sporadisch und wir haben noch nichts wirklich beendet. Auch mal Scherz und Schild angefangen. Oder nur Pokémon Schwert, soweit ich weiß. Ja. Das war nicht die beste Idee und nicht das Beste, was ich damals anfangen konnte. Weil es nach irgendwie, selbst nach dem zweiten Part, wo wir dann so schön Stadterkundung gemacht hatten und so und Brassberry. Ich wusste, ne? Das Spiel, das wird cool sein, so für die Hälfte des Games, und dann wird es irgendwann lame werden und so. Und das ist irgendwie. Ich muss mich noch dazu durchringen. Bei dem Spiel habe ich auf jeden Fall mehr Enthusiasmus und mehr Elan, hier was zu machen. Gewissheit, ach come on. Wir müssen mit. Nee, Walzer ist jetzt schon wieder schwach, ne? Du kleiner mieser Wichser. Triff. Fick dich. Verfolgung. Ich wär endlich ausgewechselt, egal, selbst wenn wir jetzt ein KP gehabt hätten. Ich geb mir diese Verarsche nicht. Sind wohl die harten Fakten der Realität. Ich hasse meinen Job. Ich bin zu den Werken gekommen, damit meine Pokémon mal gefordert werden. Für mich als Trainer heißt das natürlich, dass ich ordentlich ranklotzen muss. Jo. Dann mach das mal. Gut, dass ich nicht so einen Job habe. Beutel. Hey, wir müssen uns mehr Tränke kaufen, ne? Wir haben immer noch die Standardausrüstung. Wenn ich mal gucke, wir haben zwei Pokémon und wir sind nicht ansatzweise auf dem nächsten Arena-Leiter-Niveau, ne? Wir sind eigentlich übel underleveled. Solange ich mit meinem geliebten Pokémon zusammen sein kann, bin ich glücklich. Weh, ein Kampf? Ach, meinetwegen, das kann nie schaden. Okay, okay. Gibt es einen Nagelords? Zudem ist mir noch was in Sinn gekommen zu dem Layout hier, was ich mir mehr oder minder irgendwie zusammengestellt habe. Das mit dem Schwarzbildschirm, mit dem Rand und so, kann ich tatsächlich nicht ändern. Es ist aber auch nicht so schlimm, dass man am Handy oder so beispielsweise auf kleinen Bildschirm gar nichts mehr sieht. Hier auf dem Großbildschirm am PC geht das ja voll klar. Ich habe mir einfach gedacht, ich lasse es jetzt drin. Ich werde nicht irgendwie versuchen, die Ränder da strange abzuschneiden oder das Bild irgendwie zu strecken. Weil, nee, das hätte es dann auch nicht. Und da so haben wir ein bisschen diesen Oldschool-Flair. Ich weiß, andere YouTuber kriegen das hin und so. Und haben da keine Probleme mit. Ich habe mir aber hier schon dieses Layout erstellt. Ihr habt den unteren Bildschirm sowieso zu sehen. Und der DS ist fast leer. Scheiße. Der hat Schutzschild gemacht, der Idiot. Jetzt lebt er sich auf, also es wird sehr wehtun, wenn er zum Angreifen kommt. Ich habe versucht oder überlegt, ob ich vielleicht die Facecam wegmachen soll. Und vielleicht unsere bisher gesammelten Orden oben einblenden soll. Das wäre vielleicht auch ganz gut, dass ihr unten die Pokémon habt, oben die Orden. Ich muss dann nochmal gucken, nochmal überlegen. Der hat uns getötet!
Wow. Und die Verteidigungswerte von Toxipits sind nicht schlecht. Denk mal drüber nach. Du kleiner mieser Sack. Na warte. Elekid. Oh, scheiße. Das kann der aber gar nicht haben. Hier in der in Pokémon Schwarz 2 kannst du hier nur Magpie fangen und nicht Elekid. Also frage ich mich, wo er das Ding her hat. Naja. Fußkick. Ah. Damn. Statik. Na scheiße. So, haben wir dem noch einen Tackle rein und dann sollte sich die Sache auch gegessen haben. Bisher harter Kampf. Aber nicht so hart wie der aus dem letzten Part. Krassmixer. Ja. Speziell. 65 Schaden, 90 Genauigkeit. Das ist mir sowas von Latte. Ja, okay. Das ist dann doch schon viel besser. Ich weiß zwar nicht, wie wir angreifen, ob wir speziell angreifen, ob wir physisch angreifen, ob wir überhaupt ein guter Angreifer sind. Ist mir Latte. So. Ich habe total vergessen, dass ich immer fester anpacken und arbeiten muss, damit Pokémon noch ordentlich gefordert und gefördert werden. Oh Mann. Ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück und heilen. Ich will mir den Shit nicht mit einem Pokémon geben. So. Okay. Ja, vielleicht sollten wir uns doch einen Sklaven holen, ne? Aus den Werken. Ich weiß nicht. Der nächste Kampf könnte echt hart werden mit unseren zwei Pokémon da. Müssen wir mal gucken. Gut, aber wir haben die Werke fast abgeschossen. Ich glaube, nur noch ein oder zwei Trainer und dann haben wir's. Ah, lebensgefährlicher Scheiß. So. Was geht? Wenn ich stärker geworden bin, will ich Mika beeindrucken. Okay. Ich kann vielleicht noch mal, während ich gerade nicht rede und so, und während ich ein bisschen themenmäßig Sachen suche, die ich nebenher erzählen kann, macht man ja anscheinend, wenn man ein bisschen Let's Play-Erfahrung hat und ein bisschen selbstbewusster Let's Play, kann ich mal überlegen, oder kann ich euch mal erzählen, was meine Erwartungen an eine neue Pokémon-Generation sind, die ja rein theoretisch laut dem 3-Jahres-Rhythmus, den Pokémon ja hat, dieses Jahr kommen sollte, was ich nicht glaube, weil dieses Jahr haben wir schon ein Pokémon-Game released. Ja, wir hatten das ja X und Y irgendwie 2013, die neueste Generation, dann 2014 oder 15, war dann. Wie hast du mich getötet? Holy shit. Hatten wir Omega Rubin, Alpha Saphir und. Okay, der DS ist fast leer. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe eben aus Versehen die Aufnahme beendet. Was ein Bullshit eigentlich. Ich werde euch das zusammenschneiden. Ich werde euch das zusammenschneiden. Irgendwie jetzt noch so die 8 Minuten. Das werde ich jetzt zwar dann nur in 1080p sehen. Das Video, aber mir scheißegal. Ja, was können wir eigentlich erwarten, wenn es nach dem 3-Jahres-Rhythmus geht? Wir hatten ja dann auch noch nach 3 Jahren, Ende 2016, Sonne und Mond und dann so weiter. Und 2019 Ende, 2019 hatten wir Schwert und Schild. Wenn es eigentlich dieses Jahr, 2022, so weitergehen sollte, hätten sie wahrscheinlich schon längst was angekündigt, hätten sie schon längst was gemacht. Aber was können wir für die nächste Generation einschätzen? Wir haben noch nichts gehört, überhaupt nichts steht fest. Wir haben ja auch erst die DLCs bekommen vor eineinhalb Jahren.
Oh, ich hab mich nicht geheilt. Scheiße. Haben wir erst die DLCs bekommen? Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden zu dem noch klassischeren Arena-System zurückkehren. Sie werden, ich glaube, sie sind mal sehr sich auf alte Traditionen mehr berufen und das ganze Alola-Kram und so, was da ja war, Inselkönige und so, werden sie alles, das wird alles nicht mehr kommen. Das war auch einmalig. Oh, scheiße, ey. Ryodo, ne, Windstoß. Das ist wenigstens sehr effektiv. Ja, wird alles nicht mehr kommen und das ist nach der letzten Generation, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich für Erwartungen habe, ich bin, ja, nach der letzten war ich ja ein bisschen disappointed. Ich glaube, es wird wieder was Oldschooliges werden. Ich glaube, wenn, dann wird es vielleicht wieder in der Richtung was Japanisches gehen oder vielleicht irgendwie was mehr Richtung Mittelalterliches. Wir hatten ja auch jetzt das England und so. Was ja Schwert und Schild hatte, dieses okay, voll, ist noch okay, dieses England und alles, muss mal gucken. Sie könnten jetzt natürlich auch wieder all out gehen, Game Freak und Nintendo, dass die hier irgendwie uns wieder in die Tropen schicken, aber ja, dazu ist Sonne und Mond zu nah dran gewesen. Oh Gott, das ist viel zu viel EP. Oh Gott. Dafür, dass Düsselgund noch ein Ausweich-Pokémon ist, ne? Wir wechseln. Das soll schon ein schönes RPV erledigen. Ja, keine Erwartungen. Man weiß es nicht. Ich sag, sie arbeiten schon dran. Ich sag schon, sie haben bestimmt auch schon über 50% des Games fertig. Aber allein dieser Rhythmus, ne? Dass sie jedes Jahr ein Pokémon-Spiel releasen soll. Das ist doch nervig, ey. Das hat mit, weiß ich nicht, Evoli, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu angefangen, dann kamen die DLCs, dann kam jetzt halt das Remake und so. Und jetzt kommt das Legenden Arceus und so, wo ich sage, das wird ultra scheiße. Allein wegen Frame-Einbrüchen, allein wegen wenig Pokémon und einer wahrscheinlich schwachen Story. So, alles, was wir mitbekommen haben, ich sage, das wird kein gutes Spiel. Ist nur das, was ich jetzt vermute. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht so viele Erwartungen an die nächste Generation. Ich sag so um die, sag ich mal, 80, 90 neue Pokémon oder so. 100 werden wir nicht packen, aber mal gucken. Aber ich sag, sie werden wieder Richtung Oldschool gehen. So, wir haben die Werke damit abgeschlossen. Wir haben alles hier geschafft, was wir schaffen konnten. Oh, das ist ja tatsächlich schon alle erledigt. Hier ein kleines Dankeschön. Zertrümmerer. Sehr gut. Ja, schön. Jetzt sprühen alle in den Werken nur sofort Datenkraft. Jo. Gut, wir heilen jetzt nochmal. Na, Steuerung. So. Ja, ich kann sagen, ich freue mich sehr auf das nächste Remake von Pokémon. Einmal. Gut, dass ich das Let's Play hier vorher noch mache. Aber ja, ich freue mich sehr auf die eine Region, wenn die dann in 5-6 Jahren kommt. Wir haben ja gemerkt, die Remakes brauchen Ewigkeiten. Was ich aber auch gut finde, sollen sie sich Zeit nehmen. Nachdem das Sinnoh ja jetzt so durchwachsen angekommen ist, die einen fanden es großartig, die anderen fanden es ziemlich beschissen. Muss man mal gucken. Aber für dieses Jahr, glaube ich, kein neues Pokémon-Spiel kommen. Ich sag, wir bekommen Ankündigungen und Trailer. Das sage ich. Aber das Spiel wird dieses Jahr nicht released. Mit Sicherheit nicht. So, welches ist vorne? Immer noch Toxipet. Ey, das ist so niedrig gelevelt. Ah. Holen wir uns mal ein weiteres Teammitglied. So, hoffen wir mal. Da ist es. Magnetilo, Level 10. Reicht absolut für die Arena, kann es da wirklich den Arsch retten. Ich sag, was ich vermute, sie werden so mehr in die Richtung wieder Europa gehen. Also nicht so auslandsmäßig. Entweder so Europa, Mittelalter-Kram oder Japan. Wie sie es früher gemacht haben bei den Pokémon-Regionen. Können wir es eigentlich schon so fangen? Haben wir überhaupt Pokébälle?
Ja klar, okay, Superball. Sehr schön. Die seitlichen Module halten es in der Luft, indem es mit elektromagnetischen Wellen die Schwerkraft überlistet. Na, sehr gut. Okay, dann würde ich jetzt sagen, war es das tatsächlich mit dem Part. Wir haben die Werke abgeschlossen und im nächsten Part werde ich dann mit meinem Team ein bisschen besser trainiert. Ja, ich werde gucken, dass ich mit meinem Team ein bisschen besser trainiere. Hier in die Arena reingehen. Und wir werden den Arena-Fight machen. Und dann mal gucken, was noch kommt. Das ist ja die Werke. Und wir haben eigentlich alles geschafft. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich versuche, das irgendwie gut zusammenzuschneiden. Indem ich eben die Aufnahmen beendet habe. Ciao.